2, 5, 1, 1. Ta-ta-ta! Nimmst du mir mit, Junge? Mach mal Licht an hier. Man kann ja selber. Haha, Patz! Guck mal, da sind die kleinen Viecher. Nee, das wollte ich nicht. Es ist aber dunkel hier drin. Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Wow, wow. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, ihn die ganze Zeit vor mir zu verstecken. Diese Baupläne, die müssen für seine Sorgwaffe sein. Papa war immer so geheimnisvoll mit seiner Arbeit. Er sagte mir, dass diese Waffe in der Theorie funktionierte, aber einen Praxistest brauchte. Er ging nach draußen in die Slums und kam nie wieder. Der ist schon ein bisschen komisch, ne? Aktuelle Roboterschlagzeilen. Sorgs sind offiziell außer Kontrolle. Sie fressen jetzt Metall. Jetzt ist doch keine Barrikade mehr, oder was? Defluxor-Bauplan. Konzept. Lichtgestützte Handfeuerwaffe. Geringe Priorität. Aussehen, Größe, Dezibelausstoß. Hohe Priorität. Unter realen Bedingungen testen. Ziel. Vernichtung von 20 Sorgs pro Sekunde. Ich freue mich schon auf die Waffe. Hast du hier etwas Interessantes gefunden? Nee, Entschuldigung, habe ich noch nicht. Klack, klack. War das nicht kaputt, nicht, dass das uns angreift hier. Mal das Licht angemacht, weil ich glaube, für euch ist es besser mit Licht. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe es einfach gemacht, deswegen. Da ist was. Ich habe was gefunden. Meins, meins, meins. Nein, ich. Ah, wieder runter. Kaputter Peilsender. Ah, okay. Und das übersetzen wir uns nochmal. Beobachtungen hören sich niedlich an, sind aber nie freundlich. Alte Bakterien aus Zeiten der Menschen fressen alle möglichen Materialien, können in der Dunkelheit bestens sehen, reagieren auf das grelle Licht. Alles klar. So, genau, komm mal her, ich hab was gefunden. Hey! Hier, ich im Karton. Ich, Karton, rede mit dir. So, und zwar habe ich gefunden eine kaputte Beilsender. Warte, das Ding kenne ich. Das ist sein Peilsender. Papa hat diesen Peilsender benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen. Dann steht Papa vielleicht jetzt auf... Toaster und nicht mehr auf andere Roboterfrauen. Um herauszufinden, wo er hingegangen ist, natürlich nur. Ja, dafür müssen wir ihn umpolen. Ich kann nicht glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte. Ich habe ihn so viel für... Entschuldigung. Du hast mich ja gerade geweckt. Ich habe ihn so sehr vermisst, aber ich bin so glücklich. Man sieht es an meinem Lächeln. Du brauchst eine Waffe für die Sorgs, richtig? Mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen nur den Peilsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Slums kann uns sicher helfen. Komm mit mir, ich öffne dir die Tür.
So ist richtig mit Driften hier, ne? Ui. Ich muss in die Bar. Na? Alles klar, Digi. Wo war die Bar? Da irgendwo, oder? Mit Momo sprechen. Ich kämpfe wirklich darum, die Verbindung wiederherzustellen. Hast du bei Samus etwas Interessantes gefunden? Ja. Hier. Ich brauche mehr Energy Drinks. Ein interessantes Gerät, aber es sieht kaputt aus. Vielleicht kann dir jemand aus dem Dorf helfen. Ne? Wer repariert dir das vielleicht? Hast du in der Bar gefragt? Kann sein, ja. Mit Jakob sprechen. Du bist neu hier. Was kann ich für dich tun? Hab einen kaputten Ballsender. Was für ein schönes Gerät. Und auch noch selten. Ich kenne einen Typen, der Sachen wie das hier repariert. Er ist sehr begabt. Nur ein bisschen... Naja, du wirst schon sehen. Sein Name ist Elliot. Sein Büro ist gleich links von hier. In der Nähe von Omas Laden. Überall an seiner Tür sind Schilder angebracht. Okay. Gleich links von hier. Wir gehen raus. Links. Super Spirit. Einkaufsladen, Klamottenladen. Meint er Super Spirit? Was soll das hier sein? Nee, gleich links von ihm, das war dann bestimmt andere Seite, oder? Ah, nee, hier. Oder? Nee, was ist das denn hier? Gucken wir uns mal. Nee. Elliots Programmierung. Bitte an der Tür klopfen und warten, bis wir öffnen. Okay. Moin, Digi. Darf ich rein? Danke. Wie nennt er die? Hahaha. Sollte ich reingehen? Oder sollte ich erst mit ihm sprechen? Du bist wegen Elliot hier? Er ist gleich da drüben. Notenblatt. Ja, wenn wir jetzt hier aus Versehen drin sind, obwohl wir gar nicht rein sollen, haben wir ein Problem. Vielleicht meint er auch da oben. Nicht da drüben. Getroffen. Alter, der Junge braucht mal wieder eine Spritze, so wie er da zuckt und zittert. Was eine schöne Pflanze. Dieser Baum ist ein wissenschaftliches Wunderwerk. Es ist bemerkenswert, dass der menschliche Einfallsreichtum einen Weg gefunden hat, Pflanzen zu erschaffen, die ohne Sonnenlicht gedeihen. Organisches Leben braucht Bäume, um die Luft in der Stadt zu reinigen.
Roboter brauchen keine, aber sie kümmern sich trotzdem um sie. Die Menschen hätten es so gewollt. Huch. Da war ein Kabel an meinen Füßen. Muss ich nachher erstmal machen. Also aufräumen. Leiterplatten. Ich brauche Leiterplatten. Ich hatte gerade total hier von wegen, ich brauche die Leiterplatte. Ich muss C4 machen oder Rüstung. War gerade total bei Sons of the Forest. Ja, auch Leiterplatten. So, treffen. Elliot. Ja? Kann ich dir helfen? Ja, kann ich dir helfen? Ja, warte. Oh, wow, das ist ein toller Peilsender. Ich erkenne dieses Modell. Es ist ein Toshima Brr 2000. Mit diesem kleinen Gerät kannst du auf jeden lokalisieren. Kannst du jeden lokalisieren. Da darf ich? Ich weiß, wie man den repariert, aber wenn ich so am Binden bin, kann ich meine Tastatur nicht bedienen. Ich weiß nicht, ob ich krank bin oder ob ich oder so. Aber ich fühle mich definitiv nicht gut. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich so am Bewemmen bin. Ich glaube, ich brauche eine Decke, damit ich deinen Peilsender reparieren kann. Eine Decke. Du brauchst eine Decke. Ich kratze hier erstmal ein wenig, ja, wenn es in Ordnung ist. Ja. Ja! Danke. Puh, das war schön. Eine Decke, eine Decke, eine Decke, Decke, Decke. Yeah. Kriegen wir von hier irgendwo eine Decke nehmen? Also bestimmt von woanders holen, ne? Können wir denn eine Decke klauen? Ich guck trotzdem nochmal hier. Hast du eine Decke hier? Nee. War hier oben eine Decke? Nee. So. Wo bekommen wir eine Decke her? Komm, sag mal. Sieht aus, als ist Elliot nicht in der Lage zu arbeiten, armer Kerl. Wir müssen etwas Warmes für ihn finden. Vielleicht kann hier jemand für ihn stricken. Da gehen wir doch mal zum Anfang hin. Zum Anfang waren wir doch in so einem kleinen Häuschen. Nicht du, nicht du. Ich meine, ich kenne mich hier noch überhaupt nicht aus, ne? Nee, nee. Hatte ich eigentlich gerade so ein Viech gehört? Samus. Ach so, er war es, genau. Ja. Chaga, du schaffst es. Ganz zum Anfang, wo die gesagt haben, ja, ist alles in Ordnung. Ist ein cooler Dude, der macht nichts von der Außenwelt. Nee, da nicht hin, da nicht. Da wollte ich hin. Kann hier jemand stricken? Hallo. Sieht irgendwie nicht so aus. Okay. So, da nicht. Da müssen wir dann bestimmt für den Zusammenbau noch ein bisschen was an Material holen fürs Funkgerät. Aber irgendwo war doch noch so eine Olle also so eine Olle, Roboter-Olle. Im Randbezirk. Nee, du spielst wieder bloß Gitarre. Ich meine, ich mag das, aber... Nee. Ich meine, das war mir jetzt alles immer sehr naheliegend, ne? Also... So bestimmt da irgendwo... Auch in der Nähe. Ich frage ihn nochmal, was er hier sagt. Ich kämpfe wirklich darum, die Verbindung wiederherzustellen. Hast du bei Samus etwas Interessantes gefunden?
Ja, hatten wir doch schon. Hatte ich dir auch schon gezeigt. Gut. Den Eimer müsst ihr bald mal wechseln, ne? Der ist gleich voll. So, und zwar ist irgendwo in der Seitengasse noch... Genau. Hier wollte ich her. Das sah mir irgendwie so aus, als wenn die ganz viel Stoff hat. Was ist das hier eigentlich? Omas Kleidung, genau. Vielleicht kann Oma stricken. Oma? Erstmal am Bein dran. Ja. Oh. Das möchte ich nochmal machen. Oh ja. Oh, gut. Ja, Oma. Und zwar... Ich liebe es zu stricken. Bis jetzt habe ich 478 Meilen an Schals gestrickt. Da hat man immer genug zu tun. Wenn du... Achso, die spricht ja anders. Oh, Hauptsache, ich kriege das hin, ohne hier gleich einen Hustenanfall zu bekommen. Wenn du mir so etwas... wenn du mir etwas Stromkabel bringst, könnte ich dir einen Poncho stricken. Du inspirierst mich. Aber es ist nicht leicht, hier die richtigen Materialien zu finden. Ein Stromkabel. Was sagst du denn dazu? Oma kann uns etwas stricken, wenn wir ihr etwas Kabel besorgen. Schauen wir uns erstmal in Slums um. Da finden wir bestimmt jemanden, der Kabel verkauft. Ja, dann laufen wir jetzt dahin. Wow! Einmal da lang, einmal da lang. Und hier oben rechts, glaube ich, lang. Dann sind wir da. Basketball, pow! Guck mal hier, Kabel. Kabel. Nochmals hallo. Was willst du jetzt? Das ist ein Satz Stromkabel. Das Beste auf dem Markt. Zum Tausch will ich dafür ein Super Spiritus Reinigungsmittel. Das ist das Beste, was ich tun kann. Das habe ich nicht. Kannst du mir helfen? Wir müssen Reinigungsmittel für den Tauschhändler finden. Vielleicht finden wir was im Waschsalon. Wie kommen wir da rein? Wo ist denn der Waschsalon? Das weiß ich jetzt nicht. So, das war das. Da unten ist kein Waschsalon. Glaube ich nicht. Super Spirit. Guck mal, da ist doch schon so ein Ding dran. Ist das denn der Waschsalon da? Ja. Na dann, klopfen wir doch mal auf Katzenart. Yeah! Du bist einer der Sternfriede, die auf dem Dach mit Farbeimern spielen. Nein. Hau ab mit der Farbe. Ich bin es satt, wegen eurer Schweinerei meine Treppe zu putzen. Er ist aber echt sauer, ne? Wir müssen mal zu dem mit der Farbe. Irgendwie, dass sie aufhören zu spielen vielleicht. Mal sehen, was er dazu sagt. Wir müssen Reinigungsmittel für... Wie kommen wir da rein? Ja, genau. Nein, nicht runter. Nein, Mann! Oh, jetzt nach oben bitte. Hopp. Wunderbar. So, ihr Fatzken. Ach so. Alles klar. Wer hat mit auf der Straße gewichst, jo? Überall ist Sperma. Das kann doch keiner machen, jo. Ist doch ganz warm. Ich weiß genau, wer von euch das beiden war, jo. Ich schmecke das. Guckt euch mal an, den Fleck hier. Alles sauber machen muss ich.
Mit meinen Händen. Kann ich da durchlaufen? Macht das Flecken jetzt? Ah, geil. Das macht sogar Flecke dann. Wichsflecke, Wichsflecke, Wichsflecke. Ist das geil. So, morgen. Ich bin da, um etwas zu holen. Reinigungsmittel. Ja. Können wir hier noch was mitnehmen, irgendwie, wenn wir schon mal hier sind? Da ist nichts. Schon schwierig als Katze, ne? Ich habe auch schon ein bisschen Probleme, mit meinem Nacken immer so hoch zu gucken. Nee, okay. Na, dann wollen wir erstmal zurück. Meister, ich habe, was du brauchst. Nochmals, hallo, was willst du jetzt? Willst du einen Satz Strom haben oder nicht? Tausche ich dir wegen Reinigungsmittel hier, Spiritus-Dingens. Hast du was da? Dann hier bitte mir, dann. Ne? Guck mal hier! Bitteschön. Neuen Gegenstand errungen: Stromkabel. Gut, jetzt hab ich vergessen, wo wir hin müssen. Warte, ich überlege kurz. Zu Oma, genau. Oma möchte stricken. War Oma da? War Oma da? Nee, da war Oma nicht. Ich hab vergessen, wo Oma ist. Hallo Oma. Schnurr. Schnurr. Gott, Oma. Also. Ja, ja. Ich hab da welche da. Pass mal auf, hier. Feinste Qualität. Guck. Danke, danke, mein Liebes. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Gut, bist du fertig? Ah, so machen wir das. Das ist ja gut. Ich weiß nicht, was los ist. Keine Ahnung. Ich bin jetzt drin im Spiel. Poncho, neuen Gegenstand erhalten. Bitte sehr, Kleines. Das wird dir gut stehen. Danke. So, wo hat er jetzt nochmal gewohnt? Hier. Das ist ja gleich hier. Kommen wir hier nochmal rein? Ja, ja, ja. Wollte ich nicht. Ich wollte klopfen. Lass mir mal rein. Ich bin hier unten gleich gerade schon. Danke. So. Haben die denn so ein Gefühlsmodul sich einbauen lassen? Oder so irgendwie so, dass Wärme und Kälte empfindlich sind? Keine Sorge, der Peilsender ist hier bei mir sicher. Aber ich kann nicht daran arbeiten, wenn mir kalt ist. Nee, wie hatte ich denn den noch gesprochen? Aber ich kann nicht daran arbeiten, wenn mir kalt ist, weil ich nichts zum Anziehen habe. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ja, warte doch, da haben wir noch so ein Pullover für dich. Ein Poncho. Oh, du, wo hast du den denn gefunden? Er ist fantastisch. Lass ihn mich anprobieren. Schau, kein Bewehren mehr. Ich kann wieder arbeiten. Danke. Jetzt kann ich deinen Peilsender definitiv reparieren. Bei Peilsender lese ich immer Pilsner. Naja, egal. Was sagt das über mich aus? Lass mich mal sehen. Ich muss nur noch ein Update machen und noch eine Sache. Voila! Repariertes Pilsner. Neuer Gegenstand. Neuen Gegenstand herum. Na bitte, Kleines. Viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Danke. Zack, zack, zack. Ach nee, wir müssen oben raus, ne? Kannst du die Tür aufmachen? Ich will nicht oben raus. Idiot. Du, Momo, guck mal.
Guck mal, ja, aber ja, du kämpfst, ich weiß, aber guck mal. Hier. Ist das eines dieser neuen Spielkonsolen? Nein. Das ist Funkgerät. Ich glaube, der verarscht mich. Jetzt, wo wir den Peilsender repariert haben, lass uns Sermus finden und seinen Papa suchen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Achso, ja. Der in der Tür steht. War das hier weiter durch? Nee, das war hier die Frau. Hier steht auch nicht Sermus. Der war irgendwo auf dieser rechten, der linken Seite hier, glaube ich, ne? Ist das richtig? Ja, ist gut. Sermus? Bist du hier? Bist du Sermus? Ja. Du hast es geschafft, den Peilsender zu reparieren. Ah nee, hast du es geschafft? Das ist eine Frage. Ich frag dich das. Du hast es geschafft, jetzt sag ich's dir. Ach nee. Du hast es geschafft? Du hast ihn repariert. Gut gemacht. Gib ihn her. Gib. Gib ihn her. Bitte gib ihn doch her. Wir haben einen Ping. Ach, wir haben einen Ping. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es einfach nicht glauben. Lass uns den Peilsender folgen. Vielleicht finden wir heraus, wo mein Papa hin ist. Okay. Tippel, 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 tippel. Jetzt sitzt er in der Bar. Bisschen schneller, Junge. Auch nicht dadurch. Er hat keine Fußabdrücke gemacht. Invertierte Steuerung, aber noch komischer. Richtig geil mit der Tüte auf dem Kopf. Ich bin da. Hier bin ich. Ist er denn in der Mülltonne, dein Papa, oder was? Das muss es sein. Er hat die Slums wirklich verlassen. Es ist gefährlich da draußen, aber ich muss mir sicher sein. Ich muss es wissen. Auf geht's. Ungünstig. Wie er auch uns vorschickt, weißt du? Aber der macht das schon. Da kommst du angezittert, wa? Was haben wir denn hier? Sieh dir all diese Sorgseier an. Sie werden uns auffressen. Ich schaff das nicht. Ich bin nicht so schnell wie du. Die Sorgs werden mich ganz sicher erwischen. Hier, nimm dieses Abzeichen. Mein Papa wird es erkennen. Er wird wissen, dass du ein Freund bist. Ja, mach ich wieder alleine. Ist doch klar. Ist doch klar. Na klar. Außenwelt der Abzeichen. Neuen Gegenstand errungen. Ich werde dir die Tür öffnen. Ja, toll, danke. Feigling.
Das bist du. Feigling, ein Feigling. So. Anscheinend versteckt sich Doc hier irgendwo. Wir müssen ihn finden. Machen wir.